Als nächstes habe ich mir überlegt, dass wir eine andere Kalpi-Variante versuchen. Kalpirinha, relativ bekannter, weltweit bekannter Drink. Geht schon so ein bisschen in die Fancy-Richtung. Wir behalten nur die Basis und bauen das Ganze heute mal auf Gin um. Wir haben im Laden so um die 10 Varianten davon. Das hat sich 2014 ganz gut angeboten zur WM. Da Im haben wir Patio. unglaublich viele Kalpi-Varianten gebaut und viele davon übernehmen wir heute noch. Eine würde ich dir heute ganz gerne zeigen. Dazu schnappen wir uns Limetten, die habe ich hier. Ich werfe die schon mal hier ins Glas. Dazu muss ich sagen, mittlerweile im Stress mache ich das tatsächlich auf Auge. Also, dass die Limetten immer hier so übers Glas, über den Glasmittelpunkt leicht drüber hinausragen. Bei uns im Rezept steht 6 bis 8 Stück Limette. Das variiert natürlich stark danach, wie groß die Limetten sind, Richtig. Wie lange die schon bei euch zu Hause liegen, wie viel Flüssigkeit sie schon verloren haben. Und die sind bio wahrscheinlich, ne? Damit man die. Selbstverständlich sind die bio. Natürlich. Im Patio wird darauf geachtet, dass alles bio ist. Wir benutzen gleich Rohrzucker dazu. Und Das ist der braune, ne? nicht mehr. Dieses Gerücht hält sich immer noch hartnäckig in Europa und anderen großen Teilen der Welt, dass ein Caipirinha mit braunem Rohrzucker gemacht werden muss und auch nur das funktioniert. Gerücht deshalb, weil es einfach lange Zeit diesen raffinierten braunen Rohrzucker so in der Masse hier für uns nicht zu bekommen gab. Deshalb hat sich das auf den braunen Rohrzucker eingestellt. In der Folge haben wir aber für uns einfach festgestellt, dass sich der weiße Rohrzucker schneller auflöst. Er gibt so die Süße besser in den Drink ab und man hat eben nicht dieses Knirschen zwischen den Zähnen von dem braunen Rohrzucker. Es gibt viele Gäste, die stehen da total drauf. Mit Verlaub gar kein Problem, dann machen wir das gerne auch mit dem braunen Rohrzucker, nach alter klassischer Art. Aber für uns, in der Geschwindigkeit, die wir haben und auch in der Geschmacksübersetzung des Drinks, haben wir festgestellt, dass der weiße Rohrzucker besser funktioniert. Wir benutzen bei uns Cachaça statt Pitu. Wir haben hier unseren Zuckerrohrschnaps. Aber Pitu ist doch Cachaça, oder? Ist das nicht im Endeffekt. Ein ähnliches Produkt. Es wird halt alles aus Zuckerrohr Genau. hergestellt. Im Gegensatz zu Rum, der wird ja aus der Melasse hergestellt. Genau, das ist so quasi das grundsätzliche Produkt. Wir finden den geschmacklich einfach noch ein bisschen runder, ausgereifter. Deshalb benutzen wir den quasi dazu. Jawohl. Das heißt, wir bleiben jetzt beim weißen Rohrzucker? Ja. Gut. Ist auch gerade ja da vorbereitet, ne? Dann war das, worauf ich quasi als nächstes hinaus wollte, dass die Anzahl der Limetten Art 1 nicht so wichtig ist, sondern dass wichtig ist, dass die Anzahl der Limetten zur Menge des Zuckers passt. Wir haben für uns berechnet, dass wenn wir eine vom Volumen her solche Füllmenge an Limetten haben, dann dazu 2 leicht gehäufte Löffel Rohrzucker nehmen. So würde das aussehen. Kannst du mal reinhauen. 2. Ist das leicht gehäuft? Ja. Eins. Ein bisschen weniger. Genau. Und dann stellen wir quasi als erstes erstmal einen Zuckersirup her, durch die Säure von der Limette und mit dem Rohrzucker zusammen. Dazu schnappen wir uns den Stößel. Den legen wir uns hier in die Handfläche, Finger dran lang. Ich stelle mich immer so ein bisschen dabei auch auf die Zehenspitze, um noch mehr Höhe zu haben. Du bist einen halben Meter größer als ich, wie soll ich das denn machen? Drehen den Ellenbogen nach außen, um gleich dann beim Stoßen die Kraft aus dem ganzen Arm bzw. dem Oberarm zu holen. Dann schnappst du dir das Ganze gleich und drückst mit dem Stößel gerade nach unten. Presst das Ganze langsam aus. Dabei noch wichtig, dass dir der Limettensaft nicht entgegenkommt, dass auch wirklich das Produkt komplett im Glas bleibt und dass du beim Runterdrücken den Stößel nicht drehst. Wenn du den Stößel drehst, würdest du im Zweifel die Limettenschalen noch weiter anreißen und das wird dann Bitterstoffe freisetzen, die wir nicht haben wollen. Deshalb versuchen wir immer gerade runter zu stoßen und einmal Saftsirup herzustellen. Okay, ich habe das jetzt die letzten Jahre falsch gemacht. Ich hab den immer gedreht. Vermeiden. Wie matschig muss ich die jetzt machen? Das sieht gut aus so. Das nehmen wir so. Wir wollen sie nicht komplett zerpumpen. Man darf ruhig noch ein bisschen erkennen, dass es Limetten waren. Jawohl. Dazu, weil wir heute einen Landenkalbi machen, schnappen wir uns noch 2 Zitronenscheiben. Die hast du da vorne. Die kannst du einfach mit reinwerfen. Ich nehme mal hier nicht die Rand, das Randstück, sondern Kerne vorher am besten rauslutschen oder? Nein, nein, das kannst nein. du tatsächlich komplett nein. da reinwerfen. Allerdings, okay. Werf die mal so da hinten rüber. Wir machen das mal einmal so mit der Zange. Wenn die Kamera dann aus ist, dann erzähle ich, wie wir eigentlich. So, das Glas schnappst du dir und gehst einmal hier runter jetzt gleich zum Crushed Eis. Das führen wir uns hier immer so ein bisschen auf. Okay, filmen und ich probiere es jetzt nochmal. Sieht man das? Man sieht das. So, und.
Wir paaren hier die Calpurnia-Basis mit einem Gin Tonic. Das ist das, was jetzt passiert. Dafür schnappst du dir jetzt gleich wieder unseren Tanqueray. Kannst du wieder free puren. Das hast du gerade schon so großartig gemacht. Diesmal zählen wir bis zu 25. Wir brauchen 5 cl. Alles klar. 23, 22, 23, 24, 25. Jawohl. Ups. Genau. Ja, ich muss noch genau, den Po zu dir ziehen quasi von der Flasche. Funktioniert ganz gut. Ich wollte jetzt hier nicht weghauen. Bei, in Anführungsstrichen, einem ganz normalen Gin Tonic haben wir das Schweppes auch da, Schweppes Indian, das Gelbe. Das ist allerdings relativ kantig und hart. Das heißt, wenn man dann bei einem Gin Tonic in die Richtung New Western Dry Gin geht, das ist dann diese ganze Monkey 47-Schiene und so, wo der Wacholder in den Hintergrund rückt und andere Botanicals zum Tragen kommt, da knallt das Schweppes dann meistens sehr hart drauf und lässt dem Gin relativ wenig Spielraum. Deshalb bietet es sich da immer an, dann so ein Fever Tree, Thomas Henry oder zu nehmen. Die sind meistens so konzipiert, dass sie ein bisschen zurückhaltender sind, ein bisschen weicher, ausbalancierter und somit lassen sie dann dem Gin einfach mehr Raum. Mein Lieblingstonic Water jetzt in den letzten Jahren ist auch tatsächlich eins von Schweppes geworden. Das Dry Tonic zeichnet sich dadurch aus, dass es mehr Chinin hat als andere Tonic Water. Mhm. Dadurch hat es, ist es ein bisschen bitterer. Schmeckt nicht jedem, aber dadurch, dass es so ist, lässt es eben auch dem Gin relativ viel Spielraum. Das Ganze gießt du quasi nur auf, bis hier wieder so den halben Finger unter den Rand. Kannst du das voll machen? Hauke, willst du mal ran? Kannst du noch? Ich bin eine Maschine. Heute. Ja, du bist eine Maschine. So, ich gieße jetzt bis zum halben Finger. Soll ich in das Eis gießen oder davor? Hier vor kannst du es gießen. Gut, weil sonst geht das Eis ja auch weg, ne? Genau, desto weniger Verwässerung hast du dann, wenn du es daneben gibst. Das sieht super aus. Dann schnappst du dir jetzt gleich den Löffel, setzt ihn an, sicherst mit der linken Hand den Drink ab, dass er dir nicht entgegenkommt und dann hast du eine Schaufelbewegung quasi, um einmal den Limettensirup unten im Glas komplett verteilen und alles zu verquirlen. Und kannst auch ruhig ein bisschen Gewalt aufwenden dafür. So, je besser man gestampft hat am Anfang, desto mehr ist das zusammengepanscht und dann braucht man auch ein bisschen mehr Bewegung im Glas. Dann zeige ich mal, bei uns im Geschäft würde das dann ungefähr so aussehen. Und dann wäre der Drink durchgerührt und fertig. Ja, aber du bist ja auch der Profi, ne? Wenn ich jetzt hier einen loslasse, dann denkst du ja auch hier... ich zeige ja auch nur, wie es funktionieren könnte, nicht was ich jetzt von dir erwarte. Ah gut, nee. Das ist jetzt der London Kaipi. Genau. London Kaipi. Ja, alles klar. Wir bleiben beim Titel immer noch bei der Basis. Man sieht hier auch, was es am Anfang mal war. Und wir haben das Ganze jetzt quasi dann mit einem Gin Tonic verheiratet. Und diese Variante hieß jetzt, wie wir das gemacht haben, vorher war es Bilden. Und das ist jetzt? Das ist ein Steer Drink. Ein Steer, also rühren. Genau. Im Glas wird zubereitet und dann im Glas nochmal verrührt. Oder sauer. Oh ja, das ist aber auch das ist gut für die Nebenhöhlen. Bei zu viel Säure und Bitter kann man das Ganze natürlich noch ganz gut bearbeiten und kann Produkte dazu nehmen, was beim klassischen Kaipi auch zur Verwendung kommt. Das ist der Roses Lime Juice Cordial. Ist ähnlich wie ein Sirup, nicht 1:1, aber ist auch ein süßes Produkt. Da könnte man dann 1, 2 bis zu 3 cl im Zweifel noch dazu tun. Würde nochmal andere Rezeptoren auch auf der Zunge ansprechen durch ein bisschen mehr Süße und kann dann quasi die Säure auch noch ein bisschen rausholen, wenn einem das zu stark ist. Oh nee, man sagt ja eigentlich heiße Zitrone, ich trinke jetzt mal eine kalte Zitrone. Hauke, du fährst, ne? Zurück.